Vorwärts, abwärts ist für tausend Sachen wichtig. Natürlich ist vorwärts, abwärts ja nichts, was nur den Hals betrifft. Man muss immer sehen, wie das Gesamtpferd wirkt, wie es im Gleichgewicht ist. Und dann kann man das erst beurteilen. Jetzt merke ich richtig, wie die Bewegung durch den ganzen Körper durchgeht. Und das strebt man an dem Vorwärts, Abwärts. Jetzt zum Beispiel, ich mache ihm das jetzt richtig bequem, runter zu wollen. Die Bewegung muss durch den ganzen Körper vom Pferd gehen, aber auch durch den Körper vom Reiter. Nicht ist zum Beispiel gut, wenn das Pferd einfach nur lang wird. Wenn das Pferd total auf die Vorhand fällt, wenn man einfach alles wegschmeißt, da könnte man jetzt 100 Sachen aufzählen. Also eins, was ich häufig auf den Lehrgängen sehe, ist, dass die Pferde oft zu tief sind. So, und dann ist es unheimlich schwer für ein Pferd, seine Balance zu finden. Da müssen wir immer ein bisschen lachen, weil er immer ganz gerne hier den Hals gern benutzen will. Und wir wollen ihn aber eigentlich genau andersrum formen. Jetzt sieht man an seinem Hals, wie die Muskeln anfangen, sich zu bewegen und zu schwabbeln. Also für viele Pferde ist das eine ganz große Motivation.